Taika H. Mit UCD, AFC, Taika H. Wir sind ja wieder da. Hallo und herzlich willkommen bei Taika und den Irren. Der Regenbogen hat schon langsam sein Ende gefunden. Heute geht es weiter gegen den HSV im Pokal. Wir schauen einfach mal gleich rein, wie das Ganze ausschauen wird. Da haben wir natürlich auch eine schöne Aufstellung vorbereitet. Und das Ganze sieht so aus, dass Selke vorne drin spielt. Burke rechts, Werner links, Creevy, Benson, Hook, Hankook, Young. Hier im Mittelfeld Langtree, Boyle, Kavanagh, Douglas und Korb hinten drin. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht allzu arg laggt und alles wunderbar funktioniert. Von daher schauen wir einfach mal. Ja, alles gut, alles fein. Da kommt jetzt der Ball rein in die Mitte und Pfosten. Also, schauen wir einfach mal. Das ist auch wieder nichts. Ja. Ich bin gespannt auf dieses DFB-Pokalduell gegen den Hamburger SV. UCD AFC ist heiß auf dieses Spiel. Und ich natürlich auch, der Trainer von Dublin. Taika H. frech am Start. Sehen, wie wir heute gegen diese Mannschaft aus Hamburg spielen werden. Sind ja nicht so weit weg von Dublin. Da muss man nur ein bisschen über die Nordsee fahren und vielleicht um England herum. Aber das geht schon. Der Müller jetzt hier am Ball. Jetzt muss man aufpassen, dass er hier nicht durchkommt. Spielt schön den Ball auf die Außen, Holtby jetzt mit der Flanke, aber den kriegen wir raus, sehr schön. Jetzt geht es hier weiter auf Selke, der jetzt hier ein bisschen Speed aufnehmen kann. Ah, komm schon Selke. Schade, nicht dran gekommen. Ja, was gibt das? Ah, da war ein Foul, deshalb. Deshalb ist hier gerade das Spiel unterbrochen worden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, oh, schade, wollte gerade einen Ball durchspielen, aber nein, da kommt einer. Jetzt haben wir Van der Vaart. Der spielt immer noch beim HSV hier in der Saison. Ei, 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 dieser Junge, dieser alte Mann. Schön gemacht. Ah, da sind sie echt selbstbewusst. Bayern schon rauskauen, Mönchengladbach schon rauskauen. Da ist der HSV doch machbar, oder? Wenn wir dann sehen, ist trotzdem immer noch einer. Oh, da hat er schön gemacht, aber immer noch einer, ja, ein erster Bundesligamannschaft. Und ein Dino da oben, nicht abgestiegen, ja. Das ist unglaublich, dass sie das letzte Saison einfach mal geschafft haben. Sogar die Relegation zu überstehen. Jetzt gehen sie hier nach vorne. Berami jetzt am Start. Muss mal ganz kurz dazwischen grätschen, glaube ich. Ja, schön von Burke. Jetzt kommt hier Benson an Ball. Jetzt haben wir hier den Burke wieder, der sich aber hier behauptet und den Ball irgendwie noch zu Creevy bekommt. Oder eher gesagt nicht zu Creevy. Spielt aber den Gegner so bedrängelt, dass er rankommt. Muss hier erstmal zumachen. Jetzt drauf, Jungs. Nicht den Pass zulassen. Sehr schön. Jetzt habe ich ihn nach außen rausgelassen. Müller jetzt am Ball. Jetzt macht er gleich wahrscheinlich die Flanke, aber die kommt nicht zu weit. Schön gemacht. Das muss ich aufpassen. Das sieht sehr, sehr stark aus, was der Hamburger SV da macht. Aber wieder rausgedrängt. Schön von Creevy hier geblockt. 12. Minute. Alles gut. Robbie Creevy am Start. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt ist hier Burke. Vielleicht bringen wir Garcia dann noch dazu. Ja, jetzt erstmal außen durch. Sehr schön. Ach Gott, Holtby. Stark gemacht von Holtby. Der jetzt hier den Ball in die Mitte bringt. Jetzt müssen wir hier aufpassen bei Berami. Oh, das ist auch schön. Da mache ich viel zu weit auf einfach. Oh, was schön hier den Ball erobert. Selke jetzt. Oh, schöner Ball nach vorne auf Timo Werner. Der sich jetzt super durchsetzt, aber dann abgedrückt wird. Schiri, das muss eigentlich ein V sein. Ja, dann lassen wir rausgehen. Ja, da steht Benson bereit. Also hinten steht der Hamburger SV echt stark. Oh, schön gesehen. Und jetzt Benson mit dem 1:0. Schön von Selke hier abgelegt auf Benson. Schönes Ding hier auf jeden Fall. Muss man ja schon sagen. Klasse rausgespielt. Schön von Selke hier mit der Hacke auf Benson, der jetzt hier seinen Treffer feiern darf. Da schauen wir doch gleich mal rein, wie das schön abgespielt wurde hier von meinen Jungs. Richtig der Hammer. 1:0 der Underdog. Guckt dir Selke an, das sieht halt, er läuft. Perfekt gemacht, perfekt rüber auf Benson. 1:0 UCD AFC gegen den Hamburger SV. Damit der Pokaltraum immer noch am Laufen. Benson richtig stark, im Moment traut sich hier viel. Westermann jetzt mit dem Ball im Mittelfeld, geht hier auf Berami mit dem Pass. Aber Benson richtig stark, der Junge kämpft und kämpft. Das ist so ein kleiner Schweinsteiger vom WM-Finale 2014. Jetzt muss ich aber die Linie zumachen. Oh, schön gemacht hier, aber kommt da nicht mehr dran. Sehr, sehr gut. Da gibt es auch für Benson auch noch die gelbe. Ein Tor, eine gelbe. Ah, nee, da wäre es hier nochmal wiederholt. Richtig schön reingedonnert. Da hat der Adler keine Chance mehr gehabt.
Wunderschön, wunderschön. Corbett jetzt am Ball. Da müssen wir bloß aufpassen, dass wir keinen Mist bauen mit dem. Erstmal kurzer Ball auf Douglas. Der ist auch, der hat ein bisschen nachgelassen, so die letzten paar Spiele. Ist immer noch stark, aber halt nicht so stark, wie er es zwischendurch mal war. So ein bisschen kleine Formtief für ihn sozusagen. Oder eher gesagt, Spieler gerade mal wieder normal und nicht so extrem wie sonst. Aber Benson hat doch tatsächlich die Gelbe noch bekommen. Lass sogar jetzt am Ball. Jetzt muss hier einer raus von meinen Jungs. Boah, schön, 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 schön. Aber da kommt er nicht mehr dran. Der gute Burke, der heute mal auf der rechten Außenbahn seine Dienste leisten darf. Darf auch mal ran, weil Garcia ein bisschen kaputt war. Oh, was ist das, Jungs? Das ist nicht gut. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, da kommt der Ball nach außen. Kriegt er den noch? Ja, den kriegt er noch. Aber Müller, schlechte Ballannahme. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir den Ball irgendwo hinspielen. Und zwar nach links außen am besten. Nicht wirklich, oder? Ja, Jungs, jetzt muss ich ganz kurz Pause machen, weil das ist ganz blöd, wenn das passiert. Ja, das lasse ich aber diesmal drin, weil 1-0 führen gegen den HSV ist halt schon krass. Ich weiß bloß nicht, warum er jetzt gerade hier ein Java-Update anzeigt. Ist ein bisschen blöd. Muss ich ja bloß mal wieder groß machen. Entschuldigung dafür, aber das lasse ich diesmal drin, weil sonst schneide ich das als, ja, wie soll ich sagen, nicht raus. Aber ich beginne dann einfach das Spiel nochmal vorne, wenn sowas passiert. Aber diesmal lasse ich es drin, weil 1-0 gegen HSV zu führen. Und jetzt laggt es halt auch ein bisschen, weil jetzt dieses komische Java-Update da irgendwie gefunden hatte. Und ich weiß nicht warum. Muss ja jetzt nicht sein, hier das Java zu aktualisieren. Echt mal. Oh, schöner Pass. Aber ja, so passiert es halt mal. Entschuldigung dafür auf jeden Fall. Aber wie gesagt, gegen den HSV 1-0 führen im DFB-Pokal, das gibt man nicht so leichtfertig her. Weil es schon noch ein bisschen schwerer ist wie gegen zweite Bundesliga-Mannschaften. Ach, Krivi. Ach, Krivi. Hast du wieder gut gemacht. Hast du wieder gut gemacht. Sehr schön. Oh, jetzt kommt ja der Ball hier auf Berami, der hoffentlich nichts mit dem Ball anfangen kann. Ah, ich spiele ihn zumindest mal auf Churu ab. Ach Gott, da bin ich immer zu schnell. So, Jungs. Druff auf der Ball führt. Oh, aber nicht so. Oh, ganz schlechter Schuss hier. Ganz schlechter Schuss. Ach, Corbett oben auf der Leinwand sieht er sich selbst, macht hier den Abstoß. 1-0 gegen den HSV, vorne liegend. Schön von Hankook. Oh, doch nicht ganz so gut. Aber schön von Creevy hier sich am Spieler vorbeigeschlängelt. Oh, jetzt ist hier Platz, aber ich komme nicht vorbei. Da ist schon wieder alles zu. Da ist schon wieder alles zu. Die Hamburger sind halt echt schnell am Ball und passen da gut auf. Oh, Beul fast mit einem Fehler, da hat er kurz den Ball nicht mehr gesehen. Oh, schlechter Pass hier, Holtby jetzt dazwischen. Selke muss da hinterher. Oh, schlecht. Ganz schlecht, jetzt gehen wir hier auf den Ballführenden. Hinten zustellen. Ah, ja, sehr schön, den habe ich. Den habe ich, komm Selke. Wunderschön. Jetzt kommt der Ball hier. Ah, oh, schade, schön gedacht, aber nichts dabei rausgekommen. Mal einen Seitenwechsel machen, Flügelwechsel auf Douglas. Oh, schön gemacht hier. Und jetzt Creevy mit dem Schuss. Da kommt aber noch dran, der Adler. Immer noch 1-0 plus 5 Minuten. Ich weiß gar nicht warum, aber so ist das halt. Ja, der HSV kriegt halt doch ein bisschen mehr Chancen als andere Mannschaften hier. Okay, jetzt die Flanke rein und dann schauen wir mal. Oh, schade. Jetzt muss ich bloß den Ball wieder abfangen. Douglas passt auf. Jetzt spielen wir hier schön auf die Außen. Irgendwie spielen wir viel über links außen gerade. Oh, Selke ist halt voll im Abseits. Ja, mal raus damit. Immer noch 1-0, das ist eine gute Führung. Wie gesagt, die schenken wir nicht so einfach her. Weil das wäre fatal. Sehr schön, Halbzeit. In die Halbzeit gerettet. Meine Jungs vom UCD AFC. Der Taika H. Und der UCD AFC Taika H. So, dann gucke ich mal, wie es Garcia so geht. Da auf der rechten Bahn. Ja, der ist fit, den nehmen wir mit. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Garcia darf jetzt mal rechts ran. Er macht jetzt vielleicht jetzt wieder die richtig guten Laufwege. Schauen wir mal. Benson auf Langtree. Der kann ein bisschen tricksen, habe ich schon festgestellt. Obwohl er irgendwie links außen ist. Oh, schön Creevy durchgesetzt. Selke mit dem
nicht 2-0. Selke, Selke, den musst du halt machen. Den musst du machen. Das war so schon rausgespielt von Creevy. Aber ich glaube, Selke wird dann auch irgendwann ausgewechselt. Der ist schon bei der Hälfte seiner Ausdauer. Also der wird es vielleicht nicht bis zum Ende spielen. Schauen wir mal. Oh, jetzt komme ich hier. Oh, Selke, den musst du haben. Den musst. Oh, aber dann nicht so. Dann nicht so. Auch wenn ich sage, du musst den haben. Da gibt es halt eine gelbe für. Oder? Ja, der Schiri lässt heute ein bisschen viel durchgehen. Ist okay. Da hat das, also da hätte ich fast eine gelbe gesehen, so wie der da reingrätscht. Voll auf den Mann. Auch wenn es mein eigener Spieler ist, so darf er dann nicht reingehen. Oh oh, oh oh, oh oh. Komm schon, stellt ihn zu Corbett. Oh, was ist denn das? Eieieiei, 1-1. 1-1, weil der Corbett abprallen lässt. Und meine Jungs zu spät reagieren. Ach, 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 ganz schlecht, ganz schlecht. 1-1, naja, schauen wir mal. Jo, ist klar, Werner, probier's halt mal, ne? Oh, haben sie gut gesehen. Hab ich drüben schon laufen sehen, aber nein, da kommen sie noch dran. Jetzt muss ich halt aufpassen, jetzt haben sie ein bisschen... Oh, was war denn das? Vorbeigerast wie ein, wie ein ICE an der Haltestelle. Ah, wunderschön, jetzt hier ganz nach vorne. Jetzt Creevy wieder. Der macht heute auch ein ganz gutes Spiel. Und verliert er. Ich wollte eigentlich den Pass spielen. Warum passt der denn nicht? Weil er vorher den Ball abgenommen bekommt oder was? Boah, jetzt muss Werner hier hinterher. Jaracek. Aber Werner gut aufgepasst. Abseits. Abseits, eindeutig. Und dann knallt er unter die Latte. Nicht mal drin ist er, Lasogga. Nicht mal drin ist er. Boom, boom, Lasogga macht hier nicht sein Tor. Sehr gut für mich. Wir haben die 59. Jetzt spielen wir hier mal auf die Außen. Wir gucken danach halt, wie es ausschaut. Im Moment ist irgendwie hinten mehr drin. Der Creevy, wie er sich bewegt, einfach mal. So, jetzt muss Timo Werner mal an den Ball kommen. Komm schon. Ah, oh, schade. Ja, schade, schade. Oh, 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 oh. Jetzt aber hier auf, zacki, zacki. Oh, schieß doch gleich, Garcia. Was brauchst du denn da noch die Annahme vom Ball? Ich hab doch schon Schuss gedrückt. Was soll denn das? Oh, Benson richtig stark. Was ist denn das, Jungs? Was ist denn das da vorm Tor? Seid ihr nervös oder was? Das Ding muss doch einfach nur da rein in das Eckige. Oh Mann, ey. Ganz, ganz schlimm hier. Oh, wie sich das sogar da durchdrückt. Richtig stark. Gefährlicher Schuss, aber nichts passiert. So, Hamburger SV hat sich ein bisschen gefangen jetzt in der zweiten Halbzeit. 66 Minuten, da überlegen wir dann mal demnächst zu wechseln. Jetzt müssen wir hier wieder auf Creevy, der irgendwie der Antreiber ist hier im Mittelfeld gerade. Boah, schön gesehen. Oh, aber ja, Douglas kommt da halt nicht gescheit durch, aber Garcia passt auf. Oh, schade, da kommt er an den Ball. Oh, Garcia wieder fast den Ball hier erobert. So, mal zustellen, wenn ich den richtigen bekommen würde. Komm schon, den hier. Genau, den wollte ich haben. Jetzt müssen wir bloß die Außen wieder zumachen. Komm schon, Holtby kommt da nicht wieder durch. Und Boyle, schön aufgepasst. Jetzt haben wir Timo Werner, unsere Rakete auf der Außenbahn. Der ist eigentlich schnell und kann das auch gut machen hier. Schön von Timo Werner gegen Behrami. Schiri faul, ja, 11 Meter. Schön rausgeholt von Selke. Timo Werner trifft leider das Tor nicht. Da hat er ihn ja provoziert, ne? Da hat er ihn ja provoziert, mir soll es recht sein. So, Timo Werner, mal sehen, ob wir den Adler schlagen können. Sollte eigentlich funktionieren, ja. Ja, 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 ja. 2-1 hier mit UCD AFC gegen den HSV. Timo Werner mit dem 11 Meter. Wunderschön gemacht. Wunderschön, das Ding hier reingezimmert. 74. Wir führen wieder. Also schauen wir mal. Hoffentlich reicht das bis zum Ende. Wir sollten dann auch demnächst wechseln. Bei der nächsten Möglichkeit werden wir das auch tun. Oh nee, Selke, du drehst heute nicht so, wie ich das will. Oh, jetzt ist Lasogga hier am Ball. Jetzt geht's hier gegen Van der Vaart. Van der Vaart am Ball. Versucht jetzt außen durch sich durchzudrücken. Oh!
knappes Ding. UCD. Ja, wir wechseln jetzt 77. Das ist ein guter Zeitpunkt. Oha, der Hankook Young ist halt schon ziemlich am Sack. Das erklärt auch einiges, warum wir da, ja, warum die Jungs da also gut durchkommen. Ja, jetzt überlege ich halt gerade. Selke ist heute irgendwie, da zwar ein Elfmeter, aber wir tun mal Belou rein. Ja, vorne noch ein bisschen einen Stürmer bringen, dass da ein bisschen safer ist. Hamburger SV steht auch ziemlich hoch jetzt. So, Belou mit dem schönen Schuh. Erstmal auf Benson, der sich hier gut durchdrückt. Ah, schade. Da war Werner leider im Abseits, deshalb musste ich auf Belou spielen. Oder auf Benson eher gesagt. Der auch ziemlich kaputt ist. Also der Junge, der beißt sich irgendwie immer durch. Auch gegen Bayern schon richtig kaputt gewesen. Aber so ist das halt, wenn man gegen so... Oh, Leute, spielt! Komm schon, Corbett. Schön, Corbett. Schön. Schön rausgelaufen und den Spieler verwirrt. Zwar den Ball nicht mehr berührt, aber das ist okay. Zumindest verwirrt für eine Verwirrung für den Gegner verursacht. Das ist immer gut. Boah, Crow jetzt hier stark aus dem Mittelfeld raus. Und jetzt ganz schwach vorne drin. Boah, man merkt schon, wie HSV unbedingt hier jetzt unbedingt noch den Ausgleichstreffer erzielen möchte. Boah, wie er sich da durchdrückt, gell? Ja, lass den Ball durch, den hat Corbett. Sehr, sehr schön. Spielen wir mal den Ball hier wieder nach raus. Wir müssen jetzt ein bisschen safe spielen. Boah, Garcia, lauf, mein Junge. Garcia am Ball. Oh, komm schon, lass dich doch fallen. Lass dich doch umgrätschen, das wäre nochmal ein Elfmeter geworden. Nein, der muss über den scheiß Wand springen. Okay, ja, wir sind ja nicht so... Wir wollen ja keinen Robben hier nachmachen. Boah, Crow, stark. Da probiert er es mit allen Mitteln noch irgendwie vors Tor zu kriegen. Aber da hat halt der Hamburger SV schon gut gestört. Muss man ja zugeben. Aber 2-1. Vielleicht schaffen wir es mal ohne Verlängerung und ohne Elfmeterschießen hier weiterzukommen. Ist halt schon noch ein anderes Kaliber wie Bayern. Aber mal auf die... Oh, 5 Minuten wieder. Also da gönnen sie es ja mal richtig den Hamburgern, dass die dann noch eine Chance haben, überhaupt gegen mich und mein Team. Ja, natürlich passt da auf, Holpe jetzt. Doppelgrätschversuch, aber da passiert gar nichts. Jetzt muss er den Ball nur noch irgendwie wegkriegen. Abstoß, schön die Zeit runterticken lassen. Alles gut, alles fein. So, wo sind sie denn, meine Jungs? Da ist einer. Da ist Crow, der muss jetzt erstmal nach außen abgeben auf Langtree. Schön von Langtree. Schön auf Belou. Jetzt Garcia, lauf. Ach, schade, dann läuft er diesmal einen falschen Weg. Aber 2-1 für UCD AFC hier gegen den Hamburger SV. Damit eine Runde weiter im Pokal. Wie gesagt, sorry für die kleinen Unterbrechungen zwischendurch. Aber da bin ich dann auch so, wenn es dann doch mal passiert in so einem wichtigen Spiel, dann lasse ich es mir mal im Rechner durchgehen, dass das passiert. Damit haben wir das Halbfinale überstanden und spielen dann gegen TSG 1899 Hoffenheim oder VfB Stuttgart. Oh, Derby-Time da im Ländle. Schauen wir einfach mal, wie es weitergeht hier im Finale. Wir sind auf jeden Fall schon mal ins Finale eingezogen. Das ist wunderschön, wunderbar. Und das nächste Spiel schauen wir uns auch gleich an. Pressekonferenz ist dann hier gegen Union Berlin. Da tun wir mal die Jungs loben. Die machen bestimmt sicher eine gute Saison. Aber wir schauen mal weiter, wie es hier dann weitergeht mit unserem Team. FC Union Berlin ist dann das nächste Ziel. Aber auf jeden Fall Hamburger SV rausgehauen. Hier aktuell ist aus Italien noch am Start. Da tun wir gerade beobachten. Da gehen wir mal ein bisschen runter. Ja, mal schön beobachten hier alles. Ja, ist okay. Einfach mal Wunschliste streichen. Hey, bin ich da echt schon so angekommen, dass das passt? Ja, okay, dann passt das wohl wahrscheinlich erstmal. Aktuell ist aus. Und Turnierpreisgeld, wir haben 500.000 bekommen. Ernsthaft? Ajo, da kann man nicht meckern, ne? Vielleicht kriege ich auch dafür ein paar Spiele dann nächste Saison. Ei. So, Jungs, wie schaut's aus? Wir spielen gegen Union. Da darf diesmal der Simon wieder ran. Und wir lassen Burke spielen. Werner ist auch ein bisschen kaputt vom letzten Spiel. Da darf Malhall mal ran. Da tun wir jetzt mal mit der zweiten Mannschaft so ein bisschen auflaufen. Nicht ganz zweite Mannschaft, aber so ein wenig halt. Belou darf auch mal wieder spielen. Wir nehmen hier auch den Coin als
Mittelfeldspieler, Douglas, da darf der Matthews ran. Und hier darf wieder Donald hin. Kavanagh, IV, was haben wir da noch? Oh, Hane darf auch mal wieder spielen. Ja. Wen haben wir da noch? Ist noch irgendjemand da, der noch nicht so viel Spielerfahrung hat, weil gegen Union will ich jetzt tatsächlich einfach mal sagen können, jo, passt schon. Aber Boyle darf spielen, Hane drin. Okay, das ist jetzt sozusagen meine ja, B-Mannschaft. So ein bisschen so B-mischt mit A-Mannschaft, aber hey, das ist gut so. Ja, von daher, der Taika und UCD sagen erstmal Hallo von der Spitze. 12 Punkte Vorsprung, noch 4 Spiele. Ja, ich würde sagen, wir haben es dann eigentlich geschafft so, weil in 3 Spielen kann Düsseldorf keine 12 Punkte mehr machen. Ich glaube, es sind tatsächlich noch 3 Spieler. Gucken wir doch mal ganz kurz rein. In die Saison, in den Kalender. Es müssten noch 3 Spiele sein. 1, 2, 3, 4 sogar. Ja, wir haben noch 4, die anderen hatten 3. Und wir spielen gegen Hoffenheim, habe ich gerade gesehen. Sehr schön, sehr schön. Also damit könnten wir eigentlich schon den Jungs hier gratulieren, weil 12 Punkte Vorsprung, das reicht bei 3 Spielen, das sind 9. Nee, da haben wir es eigentlich schon durch. Also kann ich jetzt ein bisschen Kräfte schonen. Ist da überhaupt eine News dazu gekommen? Ja, aber das müsste eigentlich sein. Ja. Aber da feiern wir das nächste Mal ein bisschen mehr. Wenn es wieder heißt, die Iren auf dem Weg zur Meisterschaft in der zweiten Bundesliga. UCD AFC mit dem TK wünschen euch viel Spaß. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schaut auch das nächste Mal rein, wenn es weitergeht gegen den ersten FC Union Berlin. Bis dann, euer TK.